erhält der Kollege Stefan Albani, CDU-CSU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Louis Pasteur, bekannt aus Medizingeschichte und Haarmilch, sagte einmal, der Wille öffnet die Türen zum Erfolg. Das hat mich und meine Kolleginnen und Kollegen und den Koalitionspartner in den vergangenen Monaten bewegt. Heute debattieren wir das Ergebnis, die im Hinblick auf eine verbesserte, beschleunigte Gesundheitsversorgung. Das Ziel des Antrags ist dabei klar definiert. Er soll dabei helfen, den Transfer neuer Diagnostika, Therapeutika, Medizintechnikprodukte und anderer medizinischer Innovationen in die Patientenversorgung zu beschleunigen. An erster Stelle steht aber natürlich unfraglich das Wohl des Patienten, auch im Hinblick auf Sicherheit. Warum ist es dafür allerhöchste Zeit? Dies zeigt ein Blick in die Transferforschung. Untersuchungen zufolge muss ein Patient heute rund 14 Jahre warten, bis ein innovatives Medizinprodukt aus der Forschung bis an das Bett des Patienten gekommen ist. Diese Dauer ist für viele Patienten zu Recht nicht hinnehmbar, denn die Aufnahme einer Innovation in die Versorgung erlebt so mancher unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr, und das ist nicht akzeptabel. Man fragt sich zu Recht, warum neue Impfstoffe, Prothesen derart lange brauchen, um auf dem Markt anzukommen. Sich an den schnellen Produktzyklen selbstverständlich anderer Produktmärkte und Bereiche zu orientieren, ist dabei mit Sicherheit falsch. Schauen wir uns aber die Gründe an für diesen enorm zeitintensiven Innovationstransfer. So geht die Anwendung mit einer ungleich höheren Verantwortung gegenüber dem Endkunden, dem Patienten, einher. Patientensicherheit ist zu Recht das höchste Gut medizinischer Versorgung. Und auch ist der Innovationsprozess von der Forschung über die Wirtschaft bis hin zur Versorgung und deren Refinanzierung sehr komplex. Und so sind auch die Dinge, die es noch zu verbessern gilt, sehr vielschichtig und vielseitig. Wir sprechen dabei von verbindlichen Fristenregelungen, wir sprechen von der Verfügbarkeit von Wagniskapital und der Verbesserung von Risikobereitschaft bei Forscherinnen, Forschern und Unternehmern. Zwei Beispiele. Ein innovativer Test zur Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses, da brauchte in Deutschland 17 Jahre, bis er nun in 2018 endgültig im Gesundheitssystem ankommt. Bei dem Medizinprodukt Retina Implant, also der Möglichkeit, Blinde wieder sehen zu lassen, hat Forschung Hervorragendes geleistet. Hier sind viel Geld investiert worden, aber nun fehlt das Geld für die klinischen Studien, und das ganze Produkt mit seiner Entwicklung geht ins Ausland. Das sind Dinge, die wir eigentlich nicht akzeptieren wollen. Und nicht zuletzt, man kann es auch den Wissenschaftlern in Deutschland nicht verdenken, dass sie den Transfer zunächst einmal hinten anstellen. Werden sie doch bewertet im Wesentlichen nach Publikationen, Masse und natürlich auch Qualität. Und so endet manche Idee in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift inklusive der zugehörigen Schublade in der Universität. Und da müssen wir sie rausholen. Unser Antrag fordert nun Maßnahmen in folgenden drei Handlungsbereichen. Erstens, Transferhemmnisse müssen abgebaut werden, ohne dabei den Patientenschutz zu reduzieren. Dafür wollen wir Zeiten von klinischen Studien, sogenannter Begleitdiagnostik, Bundesamt für Strahlenschutz, verbindlich erklären lassen, damit man weiß, wann die Tests auch beginnen können und nicht beliebig lange geprüft wird. Auch soll ein Hauptaugenmerk für die künftigen Evaluationen der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung auf gerade den Transferaspekt hin konkretisiert und fokussiert werden. Über das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung im BMBF und die Innovationsfonds soll der Transfer in die Versorgungsforschung beschleunigt werden. Zudem fordern wir ein neues Fachprogramm Medizintechnik mit einer klaren Orientierung auf halt eben Transfer und Versorgung. Zweitens, und da zitiere ich noch einmal den Kollegen Pasteur, eine wissenschaftliche Entwicklung ist nie die Arbeit von nur einer Person. Das darf ich als Wissenschaftler sagen.
Das war schon richtig, diese Zusammenarbeit war schon richtig im 19. Jahrhundert und ist noch richtiger im 21. Jahrhundert. Daher fordern wir im Antrag die Interdisziplinarität in Forschung mit auch der politischen Abstimmung und dem Zusammenwirken über die Ressortgrenzen hinweg. Und drittens, am Ende sind es Unternehmen, die die Ideen in den Markt bringen. Daher fordern wir in dem Antrag eine weitere Stärkung der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft. Ein probates Mittel sind etwa Ausgründungen aus der Wissenschaft, die wir mit dem nötigen Wagniskapital ausstatten wollen. Übrigens eine Rahmenbedingung, bei der wir hinter den USA weit, weit zurückstehen. Am Ende unseres Antrages soll also ein integrierter Politikansatz in der Gesundheitsforschung, Wirtschaft und Versorgung entstehen. Dies soll über Marktregularien, rechtliche Rahmenbedingungen sowie über die Forschungsförderung den Innovationstransfer beschleunigen. Lassen Sie uns im Interesse unserer Patientinnen und Patienten, zu denen wir hoffentlich nicht, aber mitunter dann auch gehören können, weitere Schritte in Richtung eines schnelleren Transfers medizinischer Forschung unternehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt die Kollegin.